Guten Tag, mein Name ist Metin Karabas und dieses Lernvideo beschäftigt sich mit dem Thema, was ist eigentlich die Aktivierungsenergie? Nun, die Aktivierungsenergie ist die Energie, die benötigt wird, damit eine Reaktion überhaupt stattfindet. Betrachten wir nun hier einmal ein einfaches Energiediagramm einer Reaktion, wobei auf der x-Achse die Reaktionskoordinate und auf der y-Achse die Energie aufgetragen ist. Dann sehen wir, dass ein Edukt, bevor es zu einem Produkt werden kann, erst eine Hürde, einen sogenannten Energieberg überwinden muss, indem es einen Übergangszustand einnimmt und schließlich zu einem Produkt wird. Die Energiedifferenz zwischen dem Edukt und dem Übergangszustand, das ist die Aktivierungsenergie. Im einfachsten Fall kann man die Aktivierungsenergie beispielsweise mit der Temperatur beschreiben, die ja auch nichts anderes als eine Energie ist. Im Folgenden werdet ihr es nun im Zeitraffer die Entfärbung von Kristallviolett bei unterschiedlichen Temperaturen beobachten können. Wie bei dem Versuch deutlich zu erkennen war, hat die Temperatur einen entscheidenden Einfluss auf die Reaktionszeit. Während wir bei 25 Grad 330 Sekunden benötigt haben, damit unser Kristallviolett sich entfärbt, benötigte die Reaktion bei 55 Grad lediglich 50 Sekunden. Dadurch lässt sich schon mal deutlich erkennen, dass die Temperatur, also die Energie im System, einen Einfluss auf die Reaktionsgeschwindigkeit hat. Wir haben somit mehr Energie im System, um die benötigte Aktivierungsenergie zu liefern. Nun stellt sich die Frage, wie berechnen wir diese Aktivierungsenergie? Nun, zunächst einmal müssen wir die Geschwindigkeitskonstanten der beiden Teilreaktionen bestimmen und diese später in die Arrhenius-Gleichung einsetzen, um die Aktivierungsenergie zu bestimmen. In diesem Fall gehen wir von einer Reaktion erster Ordnung aus, sprich das integrierte Geschwindigkeitsgesetz ist gleich der ln der Endkonzentration gleich ln der Startkonzentration minus Geschwindigkeitskonstante mal Zeit. Diese Gleichung können wir nun einfach nach k, der gesuchten, der Geschwindigkeitskonstanten, umstellen und erhalten somit ln Endkonzentration durch Anfangskonzentration minus der Zeit. Aus praktischen Gründen ersetzen wir nun noch die Parameter Endkonzentration und Startkonzentration durch Alpha. Durch die nun aufgestellte Gleichung für die Geschwindigkeitskonstante können wir dank der Arrhenius-Gleichung nun auf die Aktivierungsenergie schließen. Hier sehen wir einmal die allgemeine Arrhenius-Gleichung. Diese stellen wir nun nach der Aktivierungsenergie um und erhalten folgenden Ausdruck. Wobei wir hier einmal den Quotienten der beiden Geschwindigkeitskonstanten haben, hier unten jeweils die Temperaturen der jeweiligen Geschwindigkeitskonstanten in Kelvin und einmal die Gaskonstante. Wenn wir nun für unsere Gleichung für K hier in die Arrhenius-Gleichung einsetzen, ergibt sich folgender Ausdruck für den Punkt K. Der Rest ist immer noch identisch. Und wir sehen, ln Alpha durch ln Alpha kürzt sich raus. Dies ist allerdings nur der Fall, wenn die verwendeten Konzentrationen bzw. die Start- und die Endkonzentration, die bei der Reaktion eingesetzt wurden, identisch sind. Ist dies nicht der Fall, ist diese kleine Spielerei hier nicht möglich und es muss hier standardmäßig mit den Konzentrationen gearbeitet werden. Dann kann man hier allerdings auch schon gleich den Zahlenwert einsetzen, den man hier einfach schon mal mathematisch bestimmt. Wir setzen noch unsere gegebenen Zahlenwerte ein. Wir haben hier einmal die 50 Sekunden bzw. minus 50 Sekunden, weil es sehr negativ ist, bei unserer hohen Temperatur, 330 Sekunden bei unserer niedrigen Temperatur, 328 Kelvin für die hohe Temperatur, 298 Kelvin für die niedrige Temperatur und einmal die Gaskonstante in Joule pro Mol mal Kelvin.
Wobei sich hier letzten Endes die Einheit Kelvin rauskürzt. Die Sekunden kürzen sich auch raus. Und wir erhalten als Ergebnis 51 Kilojoule pro Mol für die Entfärbung von Kristallviolett. Dann bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit.